gehen wir halt weg. Okay, ich hab eine DMA. Okay, und... Copy, we have your visual. Dots working the problem. Stand by. Nehme ich das Jetpack halt mal mit hier. Reach noch relativ krass, muss man sagen. Ziemlich eng, also man kann ziemlich krass viel damit rumfliegen. Fuck, was ist das denn? Was ist denn er mit seinem Brutzler? Der Brutzler von Wiesenhof. Und der Bart, Maxi Grill, mit der Stimme. Da will jeder gleich ran. Und der Wörtchen, lass uns Bart, Maxi Grill. Wobei ich letztens gehört habe, ich gucke ja kaum noch Fernsehen. Aber ich habe letztens Radiowerbung mal wieder gesehen. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Radio. Mir ist tatsächlich auch gefallen, dass Bart Maxi jetzt einen neuen fancy Track hat. Der ist jetzt so mehr so Hip-Hop-mäßig, so. So Bart Maxi, oh, Bart Maxi von Michael Lyon. Und so, und nicht mehr so dieses Family Feeling Shit. Na gut. Man muss ja auch mal sich ein bisschen verändern, ne? Das hier ist übrigens der Wurzler von Wiesenhof. Auch Schranenwehr, glaube ich, genannt. Werden wir es gleich herausfinden. So. Focus Rifle. Focus Gewehr. Ich entsinne mich. So. Da ist ja noch ein Grunt. Hallo. Ist das hier vielleicht voller? Tatsache. Okay, dann immer noch irgendwas auf dem Radar, aber ich weiß gar nicht. Den Grunt jetzt nicht lieber auf deinen Freund zu beschützen. Das gefällt mir nicht. Und George anscheinend auch nicht. Nein, wir wollen hier nichts unclean lassen. Das ist das unser Planet. Zack. So. Ah ja, ich bin da noch gar nicht geflogen. Fancy. I'm so fancy. Genau, wie gehen wir das jetzt hier am klügsten an? Ich würde eigentlich gerne, wenn ich ehrlich bin, einen Banshee haben. Aber ich weiß, dass ich zu inkompetent bin, um den einfach so zu entern. Gut, wobei er jetzt auch nicht so gut fliegt, wie man gerade unschwer erkennen kann. Oh, es hat geklappt. Cool. Badabadam. Sowas mag ich, wenn man davon redet und es einfach funktioniert, ja? Und man nicht irgendwie so irgendein Shit erst wieder hat. Wobei ich den overpowered Range Banshee. Bam! Ja, genau, ich habe ja schon erst overpowered. Im Multiplayer finde ich way too easy, mit dem krass abzugehen. Und ja, mag ich nicht so. Aber gut. Muss ja auch jeder sonst so wissen. Fuck, das war jetzt nicht so klug. Ja, ich soll da hoch und den Spiral ausschalten, aber ich würde gern eigentlich noch so mal ein bisschen hier so Schimmel machen, ne? Genau, übrigens auch eine Invasion-Map, wollte ich nochmal erwähnt haben, die Spiral. Hat eigentlich für Invasion und so war es immer cool, fand ich. So, oh, da ist der andere Banshee. Den holen wir jetzt nochmal schnell. Jetzt machen wir nicht hier so einen Sturzflug von. Dann machen wir es halt ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum der auch nicht auf mich reagiert. Die Flug-KI, naja. In Halo 4 hat die auch so ihre Probleme gehabt. In den Reach offenbar auch. Okay. Gut, dann machen wir es jetzt hier nicht wilder als gedacht. Obwohl, nee, warte. Doch, wir machen es wilder als gedacht. Wir landen nämlich auf dem Dach. Dann gehen wir von oben rein. Ja. George, hast du irgendwelche... Ich muss erstmal hier irgendwie durch. Hast du irgendwelche tiefgreifenden Probleme? Ich komme nicht durch. Ja. So. Okay. Hab den nochmal so abgestellt, dass wir da theoretisch... Ich sehe jetzt hier nichts, aber auf dem Radar ist so unten etwas. Get in there. Take out that shield, Lieutenant. Spartans, I'm in route with the Falcon. Das kann ich ihm armen, ne? Flakgeschütz. Führe den Wurzler! Und der den Wurzel und ein Schwert. Ja. Damit kriegen wir jetzt hier den Rest. Fancy! Disable Shields, okay. Stimmt, dann kann die Fregatte da auch ballern, ne? Ja, richtig.
Oh, die haben so ein paar mehr davon. Wie jetzt spätestens aufgefallen sein hätte. Fuck yeah! Ja, weil es zu einfach gewesen wäre, noch ein bisschen tiefer zu fliegen. Control, this is Noble One. Spire One is green and you're free to engage. Have a nice day. Copy that, Noble One. Be advised, all ground units. Frigate 318 Heavy is inbound and MAC rounds have been authorized. MAC rounds? In atmosphere? One way to get their attention. Hang on to your teeth, people. Oh yeah. Die Menschheit schlägt zurück. Waffen, nämlich die Geschütze. Und da geht der Spire down! No. No, somebody tell me this ain't happening. UNSC Frigate Grafton, do you copy? Grafton is dust! We need to get out of here now! Heilige Scheiße. Ein Supercarrier. Die sind dann doch noch ein bisschen größer als so eine Fregatte oder so eine Korvette, wie man unschwer erkennen kann. Ja, somit das Größte, was die Allianz zu bieten hat. An Schiffen. Muss man ja mal so sagen. Super Grinch. 13. August 2552. That spire was indeed a teleporter linked to a cloaked Covenant supercarrier. A grave threat. Thankfully, help is imminent. 60% of the UNSC fleet is en route to Reach from existing deployments. The first battle group should arrive within 48 hours. 48 hours? That's imminent? Uh-oh. Who's your money on this time? Her. You always pick her. Mm. She's always had him dialed in. That thing's crushing us and we're waiting for backup. They'll be backing up a graveyard. All our nukes are either out system or went down with the ships that carried them. You're preaching to the converted. How converted? I know that look, Kat. You can say no. No. You don't even want to hear it? Fine, I'll hear it. Remember that accident a couple years back? Colony ship en route to Cygnus, 700 dead. Vaguely, a slip space drive malfunction, right? Actually, it worked fine. The drive was mounted improperly after a service haulout. When it fired, it teleported half the ship to oblivion. And this is relevant. How? A certain Covenant supercarrier could, with some assistance, suffer the same unfortunate accident. Even for you, Kat, that's... Inspired? Not the word I would use. What's going on? Go ahead. Explain. May I? Don't cut yourself. Objective, destroy Covenant carrier in geosynchronous orbit above us. This sanctions, sir. What do you think? Oh. Method, a slip space drive in lieu of the nukes we don't have. Delivery system, us. Solvable, getting us up there. That and getting our hands on a slip space drive. Thank you for sharing. So, all we need is orbit-capable transport and the single most expensive piece of equipment made by man. As a soldier in the field, I couldn't possibly have access to those kinds of resources. That said, a good place to look might be, I don't know, the nearest non-existent launch site in the non-existent Sabre program, dismissed by three administrations as preposterous rumor, and in which our newest member was certainly never a pilot. It's scary, you know that. All we need is a green light from Holland. Good luck with that. You're the one asking him. Well, there's no way in hell he's gonna go for this. Sabre Program Launch and Research Range. 14. August 2552, 12.48 Uhr. Bit of a hike to the launch facility. Any closer is too hot to land. Copy that, Commander. Move up the beach, Noble. First floor, alien beaches, secret launch stations. Okay, Freunde. Damit sind wir in einer sehr coolen Sequenz angekommen.
Und es hat sich herausgestellt, dass wir, Nope 6, mal Pilot eines geheimen Sable-Programms waren. Und das sieht schon verdammt geil aus. Okay, wir machen den Strand mal klar, würde ich sagen. Und launch Pots mit Eliten drin. Das ist schon ziemlich heftig. Und der Soundtrack ist ziemlich geil und aufrührerisch und krass und wir sprinten einfach drauf zu, weil wir es können. Bam. Und werfen Granaten und sind ganz wild und fancy und dieses typische Halo-Gefühl. Shit! Der ist ja direkt neben uns eingeschlagen, Alter. Boah, krass. Los, Noble. Mach mal einen Job hier. Okay. So, Elite down schlagen, weil wir es können. Und weiter geht's, weiter geht's. Na, Blue macht uns gerade ein bisschen Probleme mit dem Aussehen der Schakale. Nehmen wir einfach das AR und holen die Elite weg. So. Genau so wollte ich das haben. Boah, was geht denn jetzt hier? Alter, was ist denn da vorne eingeschlagen? Oh, wir müssen uns peilen. Die Allianz macht hier ordentlich Terror auf Reach. Ich flank noch ein bisschen. Ich treffe nichts. So. Nicht nochmal stacken, nicht nochmal stacken. Nein, nein. Das darf ich jetzt nicht wieder über mich ergehen. Bam. Und wir nehmen hier das Concussion Rifle. Und schießen uns dann weiter, aber erstmal Schilder laden. Okay, sehr cool. Erstmal ein Medipack holen. Und dann den scheiß Schakal hier noch wegholen. So, zack, bam. Okay, wir sind Spartans und wir gehen rein. Okay, hier sieht alles cool aus, oder? Ja. Oh, noch ein Pelican. Bringt er noch irgendwas Cooles mit? Warten wir mal kurz. Oh ja, Marines! Hallo! Oh, ihr habt coole Waffen dabei, ne? Gib mir mal den Raketenwerfer. Danke. Sehr cool. Und weiter geht's. Okay, ausschwärmen, ausschwärmen! Oh, ich werde schon erwartet, das ist interessant. Aber Freunde, was geht hier? Oh, da ist ein Race. Zeit, den Race kaputt zu machen. So, damit er hier nicht noch mehr Schaden anrichtet, denn offenbar ist es hier. Ist die Basis nicht mehr im besten Zustand. Ich hab gehofft, er sieht mich nicht. Er hat den ja schon ganz schön rumgekickt hier, den Marine.